Sie ist der neue Publikumsliebling beim FFC, Silvana Schojnowski, erstmals umringt von Autogrammjägern und Journalisten. Eine ganz neue Situation für die erst 17-Jährige, die sie mit einem charmanten Lächeln nimmt. Mit ihrem Treffer zum vorentscheidenden 2:0 gegen Malmö in ihrem ersten Profispiel überhaupt hat sie die Herzen im Sturm erobert. Ja, irgendwann muss es passieren. Wir haben ja eigentlich teilweise 90 Minuten auf den ihr Tor gespielt und dass ich es dann reingemacht habe, ja, bin ich froh. Und dann noch das dritte Tor, jetzt perfekt. In der Tat hatten die Frankfurterinnen 66 Minuten anrennen müssen, um überhaupt ein Tor zu erzielen. Und da nach der 0:1 Hinspielniederlage mindestens noch ein zweiter her musste, hieß es bis zur vorletzten Minute zittern. Dann aber gab es kein Halten mehr. Trainer und Spielerinnen fiel ein Stein vom Herzen. Man könnte jetzt als Trainer sagen, wir haben die Mannschaft und wir haben uns Malmö zurechtgelegt. Wir wussten, dass sie nach 60 Minuten konditionelle Probleme kriegen wird, weil es im Hinspiel auf Kunstrasen schon passiert ist, hier mehr Kraft aufgewendet werden muss. Wir haben dann in dem Moment zugeschlagen, wo das erste Mal die Kraft nachlässt und haben ganz zum Ende dann die entscheidenden Tore gemacht, wo wir wussten, die können nicht mehr reagieren, weil einfach die Kraft fehlt und nur noch mit langen Bällen oder Einzelaktionen, und da standen wir eigentlich sehr, sehr gut. Auch Ex-Nationalelf-Kapitänin Kerstin Garre-Frekes hatte mit zwei Treffern großen Anteil am Einzug ins Halbfinale. Nach den Schwedinnen des FC Malmö treffen sie dort im April auf Arsenal. Und in bisher drei Runden in der Champions League hat sich der FFC zur absoluten Heimmacht entwickelt. 10 Tore vor eigener Kulisse. Dem mussten auch die Schweden Tribut zollen. Frankfurt war das bessere Team in mindestens anderthalb Spielen. Trotzdem bin ich sehr stolz auf meine eigene Mannschaft. Wir haben schwer gekämpft und es war sehr eng am Ende. Viel Zeit, sich auf des Gegners Lob auszuruhen, bleibt Frankfurt aber nicht. Am Sonntag geht es in der Bundesliga schon wieder nach Bad Neuenahr mit klaren Zielen zum Abschluss der zwei englischen Wochen. Ja, also so wie wir eigentlich die zwei Wochen begonnen haben mit einem Sieg. Wir wissen, dass Bad Neuenahr sehr, sehr stark ist in der Defensive auch. Die Mannschaft hat, glaube ich, jetzt den Stein ins Rollen gebracht und auch ihre Chancen genutzt. Sie wissen, dass es wieder geht, Tore zu erzielen. Und wenn wir die Leidenschaft und die Power an den Tag legen wie heute, dann werden wir auch in Bad Neuenahr 3 Punkte holen. Und was wünscht sich der neue Frankfurter Publikumsliebling? Sieg. Nach 2 Siegen und 2 Niederlagen wäre das ein positiver Abschluss der beiden englischen Wochen. Vielleicht auch wieder mit einem Treffer des neuen Sternchens am Frauenfußballhimmel.